Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War, der zweiten. Und ich finde, die erste Folge war richtig nice. Ich will meine Axt hier holen und wir schauen noch mal, ob wir jetzt diesen Hirsch da fangen können. Ich bin echt gespannt. Der müsste doch aber bald kommen, hoffe ich mal. So, ich mach mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. So, und weiter geht's mit Atreus. Ich finde, es hat so ein bisschen Dark Souls ähnliches. Also wer die erste Folge gesehen habt, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass man hier ausweichen kann und so weiter. Und vielleicht hat sie was mit ein bisschen mit Dark Souls gemeinsam. Ja, ich wollte aber hier mal nachschauen. Genau, weil hier sind, man muss die Gegend ein bisschen erkunden. Weil gibt es nämlich Hacksilber und das scheint die Währung zu sein. Ah, da oben ist auch was. Hacksilber, alles klar. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das haben wir in der ersten Folge gesehen. Kann man hier runtergehen? Zum Klettern benutzen. Sollen wir da überhaupt schon runter? Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Wahrscheinlich werden jetzt gleich hier riesen Gegnerwellen kommen. Oh. Alles klar, ging doch. Und da gibt's auch wieder Energie. Die Wölfe, sie waren nicht bösartig, sie hatten Hunger. Können wir den auch Ja, machen? das hat Können sie wir. bestimmt. Er braucht Sehr das schön. nicht mehr. Wir Das finde ich schon mal schon. cool gemacht, dass sie abseits des Weges auch ein bisschen was zu finden gibt. Das sehen wir auch mit. Brauchen wir zwar nicht, aber besser ist besser. Hier ist auch noch was. Zwei von vier. Okay, ein Pferd und ein Schiffchen. Schiffchen hatten wir in der ersten Folge gefunden. Ich werde nicht weiterzugehen. Kann man hier rüberspringen? Ja, er kommt mir nicht rüber. Ich hoffe mal, dass es nicht zu linear ist, weil das gefällt mir nämlich nicht so, wenn man hier nur immer so einen Weg gehen kann. Ich hoffe, dass man hier optionale Wege ein bisschen hat. Okay, in Dark Souls ist es ja auch so, dass man ein bisschen optional gehen kann und nicht nur schnurstracks hier so ein Schlauchlevel-Design. Okay. Okay, dann gehen wir mal weiter. Eine Karte oder so haben wir hier gar nicht, gell? Okay. Ich glaube, der Atreus zeigt uns den Weg schon. Na, da gehen wir nicht lang. Wir gehen mal hier lang. Da gibt es nämlich auch noch was. Vorsicht an der Kante, Junge. Hier kann man eh nicht runterfallen, oder? Ne. Runterfallen kann man hier nicht. Da drüben waren wir gerade. Die haben wir aufgemacht. Oh, die PlayStation rodelt hier, ey. Die hat richtig zu tun. Okay, bei der Grafik ist es kein Wunder. So, okay. Scheint so eine Art Festung oder sowas zu sein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Da ist eine Kiste. Hier komme ich aber nicht runter. Na, Kratos hat doch Power. Die machen wir auf.
Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Das sieht gefährlich aus hier. Ich höre schon was im Hintergrund. Okay, da ist... Gegenstand beim Kampf wird der Gegner, wenn er Schaden leidet, wurde er gerade so anvisiert. Ja, da scheint noch mehr zu sein. Ah, genau zur Deckung raus. Okay, und wenn die XP anscheinend kommen, ist der Kampf auch vorbei. Okay, hier geht's rein. Wollen wir hier mal aufmachen? Okay, das scheint eine Art Shortcut zu sein. Okay, es liegt schon wieder. Wow. Elendiges Vieh! Okay, wir können auch dodgen. Ich hab schon gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Ja, Vater. Okay, haben wir schon 3 von 4? Somit wären wir wieder voll. Sehr schön. Nein, gehen wir nicht runter, Atreus. Wir gehen hier weiter. Müssten wir eigentlich alles haben? Ja, ich sehe jetzt nichts mehr. Wir kommen jetzt wieder raus. Atreus, hier. Oh, ich hab gewusst, irgendwas kommt jetzt hier gleich.
Da ist eine schöne Kiste drin. Die irre. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Was muss ich hier machen? Irgendwas muss ich hier machen. Da oben ist etwas. Ah, okay. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Ah, es ist Zahnrad oder so. Ja, ich muss gucken. Nein, ich muss gucken. Ich muss doch gucken, ob es hier noch irgendwelche Schätze gibt. Okay, scheint eine Art Bomben zu sein. Wie komme ich denn hier rein? Da oben ist was. Ja, da komme ich nicht durch. Okay. Was ist das da? Okay, hier scheint ich noch nicht durchzukommen. Dort hinten wollte ich auch mal rein. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Neuer Auftrag. Kann ich hier was machen? Nee. Kommen wir hier rüber? Nee, kommen wir nicht rüber. Ah, hier gibt es eine Kiste. Ich will wieder übersehen. Ich würde gerne da hinten rein. Aber das Tor, glaube ich, ging ja so nicht auf. Was ist denn das hier? Nicht. Ah, doch. Wie komme ich denn hier rein? Wie komme ich hier rein? Von dort oben vielleicht?
da hinten durch? Okay, hier schön. Ja, ich weiß es schon. Okay, hier war dann also nichts mehr. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Ausatmen. Ich hab ihn. Gut. Sehr schön. Er lebt noch. Nein, bring es selbst zu Ende. Das kann er nicht. Ich kann nicht. Wow. Alter Schwede. Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Voll besiegen. Ach du Scheiße. Was? Drücken Sie 4, Kontrolle ist Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann 4, um bestimmten Gegner anzunehmen. Gegner greifen gerade nicht an, wenn Sie Pfeil getroffen werden. Oh!
Ja, da scheint so Markierung zu sein. Jetzt aber dreh durch. Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Okay, Leute, damit würde ich sagen. Wir looten. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Und wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke mal, dass wir, er hat gesagt, wir gehen nach Hause. Mal schauen, was uns denn dort auf dem Weg alles so erwartet. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.